Live Arts ist eine Programmreihe, die aus Tanz, Theater, Musik und Performance besteht. Wir wählen Künstler, Künstlerinnen aus, die wir einladen, ihre Arbeiten hier zu zeigen. Natürlich von deren Arbeiten wir meinen, dass die sehr sehenswert sind, relevant sind. Die Produktionen sind natürlich sehr unterschiedlich. Was man doch durchaus sagen kann, die Künstlerinnen und Kollektive arbeiten oftmals an der Schnittstelle von bildender und darstellender Kunst, was es auch sehr spannend macht. Viele der Künstler suchen auch die Zusammenarbeit mit anderen Kunstformen, Künstlern, Künstlerinnen. Wenn ich da an Poppy Aykroyd denke, das ist ein Konzert, ganz klar, die aber mit dem Lichtkünstler Lumen zusammenarbeitet, der dann für ihre Konzerte explizit die Video-Lichtarbeiten gestaltet. Gleich fällt mir aber auch Alexandra Weierstahl und Hauschka ein. Alexandra Weierstahl mit ihrer Produktion Anna. Sie, die Choreografin, bringt über Hauschka, Pianist und Musiker, verschiedene Künstler in ihre Produktion, in ihr Team mit ein, die dann zu einem wunderschönen Werk führt und wo ganz vieles eben zusammenkommt. Und das vereint viele der Produktionen, die wir im Rahmen von Live Arts zeigen. Der Anspruch der Live Arts Reihe ist, dass wir Produktionen zeigen, die sehr zugänglich sind für idealerweise alle. Nichtsdestotrotz ist ja jede Arbeit auch natürlich anders. Bei Magamat neben dem Tanz wird auch zum Essen bzw. Kochen eingeladen. Das Publikum betritt zum Ende hin die Bühne. Da findet unheimlich viel statt. Es ist ein wirkliches Fest der Sinne. Bei Gala von Jérôme Bell, der Performance-Künstler, ein Porträt einer Stadt wird auf die Bühne gebracht. Menschen unterschiedlichster Art, ganz unterschiedliche Körper sehen wir da auf der Bühne. Also Diversität ist da natürlich sehr groß geschrieben. Neben Profis sind auch Laiendarsteller eingeladen, was einem einfach nur zeigt, dass auch jeder auf seine Art ein Tänzer ist und dass dem es wird sehr mit Sehgewohnheiten und Erwartungen nicht nur gespielt, sondern die werden auch gebrochen. Live Arts ist überraschend. Live Arts ist nicht, was man erwartet. Live Arts ist etwas, wobei man sich selber, aber auch immer wieder um Identifikation bemüht. Und Live Arts ist etwas, wobei man neue Begegnungen findet und mit ungeahnten Konzepten konfrontiert wird.